بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, wir wollen heute weitermachen mit unserer Sira-Reihe. Und wir sind bis zu dem Punkt gelangt, wo unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam. Wir haben aufgezeigt gehabt, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zunächst erst einmal in Quba ankam. Und dort die erste Moschee errichtete im Islam. Wir haben die Stellung dieser Moschee aufgezeigt, welch hohen Stellenwert sie bei Allah und in den Augen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten. So dass Allah Ta'ala sogar Verse in Bezug auf diese Moschee herabsandte, in der er aufzeigte, dass sie vom ersten Tag an auf der Taqwa, auf der Gottesfurcht errichtet wurde. Und dass unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eher in ihr aufhalten sollte, als in einer Moschee, welche nicht vom ersten Tag an auf der Gottesfurcht errichtet wurde. Wir haben aufgezeigt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam von Montag bis Freitag in Quba blieb, dann das Freitagsgebet ein paar hundert Meter weiter verrichtete. Das erste Freitagsgebet im Islam mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen. Und wie er dann in Medina ankam, wie er empfangen wurde und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Reittier, seine Kamelstute, auf der er sich befand, nicht verließ, bevor sie an dem Ort ankam, wo heute die Moschee unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht. All das hat uns etwas sehr Wichtiges gezeigt, nämlich die Stellung der Moschee im Islam. Und wie wichtig es ist, dass ich als Muslim an die Moschee gebunden bin. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejenigen, welche an die Moschee gebunden sind, besonders hervorhebt. Indem er nämlich sagt, dass es 7 Personengruppen gibt, welche am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen werden. An jenem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird. Und diese 7 sind ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs aufwächst, dann jemand, dessen Herz an die Moschee gebunden ist. Nummer 4, 2 Menschen, die sich in Allah lieben, sich so kennengelernt haben und so auseinandergehen. Nummer 5, ein Mann, der von einer Frau verführt wird, die hohen Ansehens ist und von besonderer Schönheit und der daraufhin antwortet, ich fürchte Allah. Nummer 6, jemand, der eine Spende gibt, mit seiner Rechten, sodass seine Linke nicht weiß, was seine Rechte gespendet hat, also sie geheim hält. Und Nummer 7, jemand, der sich zurückzieht, allein ist und aus Gottes Furcht beginnt zu weinen. Das sind diejenigen, welche im Schatten Allahs stehen werden. An dritter Stelle erwähnt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann oder eine Frau, deren Herz an die Moschee gebunden ist. Die Moschee ist also ein besonderer Ort. Wie hat jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz konkret die Moschee errichtet? Wir dürfen eines nicht vergessen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kommt in einer für ihn fremden Stadt an. Es gab einige Verwandte mütterlicherseits, welche in Medina gelebt hatten. Aber zunächst erst einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekkaner gewesen. Er hatte also kein Land und Boden, der ihm gehört.
Und als dann die Kamelstute sich niedersetzte an dem Ort, an dem die Moschee errichtet werden sollte, durch die Eingebung Allah subhanahu wa ta'ala, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zunächst erst einmal gefragt, wem überhaupt dieses Stück Land gehört, auf dem die Moschee errichtet werden soll. Das heißt, es musste erst einmal erworben werden. Und dieses Stück Land gehörte zwei Waisenkindern. Die hießen Suhail und Sahel. Suhail und Sahel. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wandte sich an sie und er wandte sich an ihren Vormund, ihren Onkel. Sie gehörten zu den Banu Najjar, zu denen auch Abu Ayyub al-Ansari gehörte, weil wir wissen ja, dass dort dann auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Ayyub al-Ansari eingeladen wurde, weil sein Haus direkt neben der Moschee war. Und er sagte zu den beiden Waisenkindern, und es gibt jetzt zwei Überlieferungen, die eine Überlieferung zeigt auf, dass er direkt mit dem weisen Jungen gesprochen hat, und die andere zeigt auf, dass er auch mit dem Onkel, dem Vormund von ihnen gesprochen hat. Also er hat mit beiden gesprochen wahrscheinlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte dann zu ihnen, ich möchte das von euch abkaufen. Woraufhin die beiden sagten, بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Nein, wir werden dir das schenken, o Gesandter Allahs. Hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam angenommen oder hat er nicht angenommen? Was würdet ihr sagen? Hat er dieses Geschenk angenommen oder hat er es nicht angenommen? Er hat es nicht angenommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf den wir gleich eingehen werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat darauf bestanden, das zu bezahlen. Warum? Aus welchem Grund? Das hat verschiedene Gründe. Eine Schenkung ist ebenfalls eine Form von Übertragung des Eigentums an jemanden anderen. Aber was könnte bei einer Schenkung geschehen? Was ist, wenn jemand einer anderen Person etwas schenkt? Man könnte es ihm irgendwann einmal unter die Nase reiben. Man könnte irgendwann einmal Ansprüche stellen. Ich habe euch das geschenkt. Wir müssen eine besondere Stellung haben. Natürlich waren die Ansar nicht so gewesen und sie haben es auch nicht mit dieser Absicht gemacht. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte, dass diese wichtigste Moschee im Islam nach Al-Masjid al-Haram nicht auf Leute zurückgeht, die das geschenkt haben, sondern dass die Muslime sich das eigenständig erworben haben. Dass nie jemand irgendwann einmal in der Geschichte sagen kann, das ist eigentlich unser Land und Boden und wir haben euch einen Gefallen getan. Nein. Man sollte versuchen, eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie wir auch bei der Hijra gesehen haben, hat das immer wieder getan. Selbst bei seinem besten Freund, von dem er wusste, dass er ihm niemals irgendetwas vorhalten wird, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kein Geschenk akzeptiert, was in irgendeiner Weise etwas mit der Da'wah zu tun hat. Unser Prophet hat Geschenke angenommen, wenn es Geschenke waren, die ihn persönlich betrafen. Und wir kennen ja die Überlieferung, auf die kommen wir noch zu sprechen, inshallah, die Geschichte mit Salman al-Farisi, der zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam, weil er die ganze Zeit nach dem Propheten gesucht hatte, weil er wusste, dass in dieser Region ein Prophet erscheinen wird. Und er hatte ja drei Eigenschaften von seinem Lehrer, seinem christlichen Lehrer, der ihm das gesagt hatte, dieser Mönch, mit auf den Weg bekommen, die darauf hindeuten, dass er wirklich ein Prophet ist. Was waren diese drei Eigenschaften gewesen? Er akzeptiert keine Sadaqa, keine Spende, aber er nimmt ein Geschenk an. Und was war das dritte gewesen? Das Siegel des Propheten auf seinem Rücken. Das waren diese drei Eigenschaften, die er mit auf den Weg bekommen hat. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat durchaus Geschenke akzeptiert, wenn sie an ihn persönlich gerichtet waren. Wenn es nicht etwas mit dem Prophetentum an sich zu tun hat, und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn es um die Da'wah geht, muss ich unabhängig sein. Wenn es um die Da'wah geht, muss ich unabhängig sein. Wenn es um die Da'wah geht, um diese Verkündung dieser Botschaft geht,
dann sollte ich versuchen, auf eigenem Bein zu stehen. Und ich sollte niemals versuchen, mit meiner Religiosität, mit meiner Frömmigkeit irgendetwas zu kaufen und eine Gegenleistung zu bekommen. Ganz wichtig, merkt euch das. Weil das widerspricht dem Ikhlas. Das bedeutet nicht, dass ein Imam nicht ein Gehalt bekommt. Das ist eine andere Sache. Darüber reden wir. Es geht mir grundsätzlich um die Einstellung, die ich als Da'i haben sollte. Es gibt eine schöne Geschichte von einem der Salihin. Der ging in einen Laden, wo er etwas kaufen wollte. Und dann hat der Verkäufer, der ihn kannte, gesagt, ich gebe es dir billiger. Da meinte er, nein, ich kaufe mit meiner Religion nichts ein. Warum sollte ich etwas billiger bekommen? Mit meiner Religion kaufe ich nichts ein. Was unglaublich wichtig ist. Und deswegen immer wieder heißt es im Koran, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Suren, مَا نَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. Wir verlangen von euch keinen Lohn für das, was wir tun. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mein Lohn bekomme ich von wem? Vom Herrn der Welten. Von ihm erwarte ich meinen Lohn. Ich will von euch nichts. Ich will keine Gegenleistung. Ich will nicht, dass ich am Ende der Reichste bin. Und deswegen in Mekka wurden dem Propheten, wie wir wissen, verschiedene Dinge angeboten. Es wurde ihm Reichtum angeboten. Es wurde ihm Macht angeboten. Es wurden ihm Frauen angeboten. Aber der Prophet, er hat nichts von dem akzeptiert. Ja, es gab sogar Stämme, als der Prophet, wie wir auch gesehen hatten, kurz vor der Hijra, als der Prophet, oder 3-4 Jahre vor der Hijra, nach dem Jahr der Trauer, als er auf der Suche war nach Stämmen, die ihn unterstützen können, gab es einige Stämme, die ihn gefragt haben, was kriegen wir als Gegenleistung dafür? Was ist dann, wenn sich das verbreitet? Und der Prophet hat jegliche Geschäfte abgelehnt. Weil es geht hier nicht um etwas Weltliches, es geht hier nicht um Macht, es geht hier um was? Um die Verkündung der Botschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass man unabhängig ist als der hier. Was sind die schlimmsten Gelehrten? Was sind die schlimmsten Gelehrten? Die schlimmsten Gelehrten sind jene Gelehrten, welche für ihr Wissen, ja, welche für Geld ihr Wissen verkaufen. Die schlimmsten Gelehrten, die sogenannten Palastgelehrten. Weil sie sehr, sehr viel Unheil stiften damit. Was tun sie nämlich? Sie verändern die Religion, nur damit sie ihre Position behalten. Sie sind bereit, Unrecht nicht nur zu verschweigen, sondern zu bestätigen, nur damit sie in ihrem Amt bleiben. Das sind die schlimmsten Gelehrten überhaupt. Allah Ta'ala, er spricht über diese Gelehrten, damit uns nur bewusst wird, was das bedeutet. Allah Ta'ala, er spricht über diese Gelehrten, denen Allah Wissen gegeben hat, die aber nur ihre Neigung befolgen. In Surat Al-A'raf spricht Allah Ta'ala genau über diese Art von Gelehrten. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Verlies ihnen die Kunde desjenigen, dem wir unsere Zeichen gegeben haben. Allah Ta'ala, er hat ihm Wissen gegeben. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, aber er hat sich davon getrennt. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان, der Shaitan folgte ihm. فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ, er gehörte zu den Irregehenden. وَلَوْ شِئْنَا, wenn wir gewollt hätten, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, dann hätten wir ihn dadurch erhöht. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, aber er hat sich der Erde zugewandt. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, und seine Neigung befolgt. Subhanallah. Jemand, der verkauft sein Wissen. Und deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, ja, diese Unabhängigkeit zu wahren. Gerade wenn es um die Dauer geht. Gerade wenn es darum geht, die Botschaft Allahs zu verkünden. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, er hat das nicht akzeptiert, sondern er hat verlangt, dass sie einen Preis nennen. Und er hat diesen Preis dann auch bezahlt, sallallahu alaihi wa sallam. Es gab es noch eine Sache, und zwar der Ort, wo sich die Moschee errichtet werden sollte, war ein Ort, der auch, an dem es auch einige Gräber gab, einige sehr, sehr alte Gräber von den Muschrikun. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er das gekauft hat, hatte er befohlen,
dass erstens dieser Ort, der ein bisschen verwahrlost war, sauber gemacht wird, dass die Überreste, wenn sie überhaupt noch vorhanden gewesen waren, von den Gräbern, dann entsorgt werden sollen, an einen anderen Ort gebracht werden sollen und dann die Erde glatt gemacht werden soll, damit der Bau der Moschee beginnen kann. Und die Muslime, sie haben begonnen, jetzt eine Moschee zu errichten. Und zwar in wenigen Tagen haben sie es dann geschafft, die Moschee unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zu errichten. Und zwar in genau 12 Tagen. 12 Tagen haben die Muslime die Moschee errichtet. Es war natürlich nicht so eine Moschee, wie wir sie kennen. Es war eine einfache, bescheidene Moschee gewesen. Sie war nicht groß. Kleiner als diese Moschee. Kleiner als diese Moschee. Woraus bestand die Moschee? Aus einigen Stämmen vom Dattelpalm. Dann war nur ein Teil der Moschee überdacht gewesen. Und zwar der vordere Teil war überdacht gewesen, da wo der Imam stehen sollte. Und wir dürfen eines nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt haben die Muslime in welche Richtung gebetet? Richtung Mekka? Hä? Richtung Jerusalem. Das heißt, diese Überdachung war erst einmal sozusagen Richtung Norden gewesen und nicht Richtung Süden, also Richtung Mekka. Das heißt, ein Teil der Moschee war überhaupt nicht überdacht gewesen. Und wie war er überdacht gewesen? Er war nicht so überdacht gewesen, dass man sagen kann, dass das vor Regen schützte. Nein, es schützte lediglich vor Sonne, aber nicht vor Regen. Weil es einfach diese Dattelpalmblätter gewesen sind, welche dann über sozusagen die Moschee gelegt wurden, sodass man im Grunde genommen ein gewisses Dach hat, was Schatten spendet, aber nicht mehr. Es war ein relativ einfacher Ort gewesen. Aber man muss sich eines vorstellen und eines vor Augen halten. An diesem Ort, der so einfach und so bescheiden gewesen war, der so, also unluxuriös war, wo das hier gegen wirklich wahrer Luxus ist, wo es nicht mal einen Teppich gab, sondern die Muslime einfach auf Sand gebetet haben. Und der Beleg hierfür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sogar in den späteren Jahren wurde kein Teppich ausgelegt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Ramadan geträumt hat, wann Laylat al-Qadr ist, die Nacht der Bestimmung. Und was hat er geträumt? Er hat geträumt, ja, dass er Sujud macht in Schlamm. Sprich, dass es geregnet hat und dass der Regen sozusagen die Erde nass gemacht hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Schlamm Sujud macht. Ein einfacher Ort. Aber an diesem einfachen Ort wurde die beste Generation, die es jemals gegeben hat unter den Muslimen, ja in der gesamten Menschheitsgeschichte, erzogen von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diesem Ort, der so einfach war, ist eine Generation entstanden, die es geschafft hat, innerhalb von wenigen Jahrzehnten den Islam bis nach Spanien zu bringen und bis an die Grenzen von China. Von diesem Ort aus, muss man sich ja vorstellen. Von diesem Ort aus ist die gesamte Welt, hat sich der Islam in die gesamte Welt verbreitet. Er hat sich verbreitet und die Sahaba haben noch gelebt, also noch zu Lebzeiten dieser ersten Generation. Kein hohes Gebäude, kein prunkvolles Gebäude, ein einfaches Gebäude. Was will der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns damit sagen? Es kommt nicht auf die Wände an. Es kommt nicht auf den Prunk einer Moschee an. Wir haben heutzutage die schönsten Moscheebauten überhaupt, die es so in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Aber wie schwach sind die Muslime? Wie schwach ist der Islam heutzutage? Wir haben Riesenmoscheen. Riesenmoscheen. Moscheen, in die Hunderttausende von Menschen hineinpassen. Unübertrieben Hunderttausende von Menschen hineinpassen. Und jetzt? Wie ist unser Zustand? Ist unser Zustand so wie diese prunkvollen Moscheen oder genau umgekehrt? Glänzen wir so, wie diese Moscheen glänzen? Oder ist es genau umgekehrt? Diese ersten Muslime, sie haben geglänzt.
durch ihre Taten, durch ihre Erfolge, obwohl sie eine ganz einfache Moschee hatten. Heutzutage würde man das wahrscheinlich nicht mehr als Moschee bezeichnen. Heutzutage würde man einfach sagen Musalla, kleiner Musalla sozusagen, kleiner Gebetsraum. Und subhanallah, in diesem Ort, ja, wurde diese beste Generation hervorgebracht. Das ist unglaublich. Und deswegen, meine lieben Geschwister, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir etwas für den Islam tun wollen, dann müssen wir versuchen, in Menschen zu investieren. Und nicht nur in Stein und Beton. Die beste Investition, die wir machen können, ist die Investition in uns, die wir hier sind. Wir wollen einen Bilal ibn Rabah haben. Wir wollen einen Abu Bakr haben. Wir wollen eine Sumayya, eine Aisha, eine Khadija. Das ist das, was wir wollen. Wenn wir diese Leute haben, was ist dann? Wenn wir diese Leute haben, dann wird sich etwas verändern. Aber allein durch die Bauten, diese prunkvollen Bauten, wird sich gar nichts ändern. Ist schön, Stadtbild, natürlich. Ich bin nicht gegen Moscheen, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Im Gegenteil. Aber es geht mir darum, worauf wir Wert legen sollten. Und worin wir unsere Zeit investieren sollten. Und unser Geld investieren sollten. Leider heutzutage, wenn du die Leute aufforderst, für ein Bildungsprojekt oder für ein Jugendprojekt zu spenden, dann ist die Spendenbereitschaft sehr, sehr schwach. Aber wenn du den Leuten sagst, wir spenden für eine Moschee, die errichtet wird, oh, dann spenden die Leute sehr, sehr viel. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, diese Person, in die du investierst, dein Geld, das sind Personen, welche wiederum Leute ausbilden werden. Das geht dann von Generation zu Generation, genauso wie es mit den Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, innerhalb von 12 Tagen lässt er diese einfache Moschee errichten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich nicht zurückgelehnt und gesagt, baut mal. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat mitgebaut. Und nicht nur das, sondern er hat, während er mitgebaut hat, auch noch die Leute motiviert, indem er einige Gedichte aufgesagt hat, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ja, wie beispielsweise Allahumma innal ajra ajrul akhira farhamil ansara wal muhajira. O Allah, der Lohn ist der Lohn des Jenseits, so erbarme dich der Ansar und der Muhajirin. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er motivierte sie, indem er erstens selbst daran teilnahm und zweitens, indem er auch schöne Worte von sich gab, um sie zu motivieren. Und deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du Leute erreichen möchtest und Leute motivieren möchtest für eine Sache, dann musst du immer der Erste sein, der es tut. Es reicht nicht aus, immer nur zu sagen, tut das und motiviert sie, sondern du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Dann werden die Leute es dir nachmachen. Verlangst du es aber einfach nur von den Leuten und gehst nicht mit gutem Beispiel voran, dann werden die Leute nicht motiviert sein. Das Gleiche gilt auch, ja, wenn du beispielsweise deine jüngeren Geschwister oder deine Kinder motivieren möchtest. Du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Es kann nicht sein, dass du selbst nichts tust, ja, aber von deinen Kindern verlangst, dass sie enge sind. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ein arabischer Dichter hat gesagt, إِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدُّفِّ ضَارِبًا فَشِيمَةُ أَهْرِ الْبَيْتِ كُلُّهُمْ رَقْصِ. Das heißt, wenn sozusagen der Hausherr, ja, die ganze Zeit nur trommelt, was machen dann seine Kinder und seine Familie? Die tanzen die ganze Zeit nur rum. Ja, ist ja normal. Ja, wenn er so ist, dann sind die auch... Es gibt auf Türkisch, hat mir meine Frau gesagt, ja, gibt es ein Sprichwort, wenn der... Also, wenn der Imam Luft lässt, dann macht die Jama'a was? Ich weiß schon was. Dann macht die Jama'a das große Geschäft. Ja, ich will das nicht so... ja, es ist so. Ja, wenn der Imam Luft lässt, dann macht die Jama'a dann... also ihr wisst schon, die anderen, die hinter ihm beten, die machen dann was ganz anderes. Ja? Wir sehen also, subhanallah, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht nur einfach von ihm gesagt, mach das, sondern er hat mitgeholfen. Und im Übrigen nicht nur bei der Errichtung der Moschee, sondern immer ist er mit gutem Beispiel vorangegangen, sallallahu alaihi wasallam. Bei dem Ausheben des Grabens, bei der Grabenschlacht, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam derjenige, der nicht nur einen Stein um seinen Bauch
aus Hunger oder vor Hunger gebunden hat, sondern zwei Steine, damit er den Hunger nicht verspürt. Subhanallah, ein Vorbild. Und das ist wichtig, dass wir Vorbilder sind für die Menschen. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala im Koran? Über die Ibad al-Rahman, die Diener des Al-Abamas. Es ist dieses schöne Dua. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ Und jene, welche sagen, رَبَّنَا, O unser Herr, هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ Gib uns, schenke uns von unseren Ehegattinnen und von unserer Nachkommenschaft ein Augentrost, eine Augenweide. Und jetzt ganz wichtig, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Und lass uns für die Gottesfürchtigen zu einem Vorbild werden. Ich möchte ein Vorbild sein. Danach sollte ich als Muslim immer streben. Ein Vorbild zu sein, so wie es unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt die Moschee errichten ließ, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an die Moschee zwei kleine Häuser bauen lassen. Das waren keine Häuser, das sind eigentlich Zimmer gewesen. Was waren das für Zimmer gewesen? Für wen waren diese Zimmer vorgesehen? Für ihn und seine beiden Ehefrauen, die er zu diesem Zeitpunkt hatte. Mit wem war denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in Medina ankam, verheiratet gewesen? Khadija war gestorben. Welche Frau hat er als nächstes geheiratet gehabt, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er Khadija verloren hat? Nein. Sauda binte Zam'ah. Sauda binte Zam'ah. Sauda binte Zam'ah war eine alte Frau gewesen, eine verwitwete Frau, eine alte Frau, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam heiratete, weil sie niemand hatte. Aisha radiallahu anha heiratete der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach. Und er hatte zu diesem Zeitpunkt also wie viele Frauen gehabt? Zwei Frauen gehabt. Und jede dieser Ehen hatte ihren Zweck gehabt. Unter anderem, also ihren sozialen Zweck, aber auch ihren politischen Zweck. Weil wer war Aisha gewesen? Aisha war die Tochter von Abu Bakr as-Siddiq, seinem wichtigsten Minister, seinem wichtigsten Freund. Und dementsprechend heiratete der Prophet sallallahu alaihi wasallam unsere Mutter Aisha radiallahu anha. Und es gab zwei Gemächer direkt an der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Gemächer waren verbunden durch eine Art Fenster, welches verschlossen war, oder eine Öffnung, die verschlossen war mit einem Schleier, ja, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam direkten Zugang zu seiner Moschee hatte. Also mit anderen Worten, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lebte im Grunde genommen für seine Gemeinschaft. Er lebte für seine Gemeinschaft. Und es war ihm wichtig gewesen, sallallahu alaihi wasallam, direkt an der Moschee zu leben und direkten Kontakt zur Moschee zu haben. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Krankheit gewesen war, durch die er zu seinem Schöpfer zurückkehrte, so wird das überliefert, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Fajr-Gebet aus diesem Fenster, dieser Öffnung geschaut. Und er hat gelacht, sodass die Muslime unruhig wurden. Sie wurden unruhig. Und Abu Bakr wollte schon Platz machen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit er vorbetet. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er freute sich nur darüber, dass in seinem Leben noch die Muslime ohne ihn das Gebet verrichteten. Das war für ihn der größte Erfolg überhaupt gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Warum habe ich das erwähnt? Um aufzuzeigen, dass diese Öffnung noch bis zum Ende des Lebens unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestanden hat. Wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam I'tikaf machte im Ramadan, sich zurückzog im Ramadan, hat teilweise seine Mutter Aisha, seine Ehefrau Aisha, was gemacht? Sie hat ihm die Haare gewaschen, ja, während oder ihm Dinge durchgegeben zur Moschee, die er benötigte, ja, während des I'tikafs. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt also die Moschee errichtet und wie gesagt, die Qibla war noch Richtung
Jerusalem gewesen. Jetzt bestand natürlich die wichtige Frage, wie geht das eigentlich weiter? Wir haben jetzt eine Moschee, die Muslime, sie haben auch schon gebetet, also es war nicht so gewesen, fünfmal am Tag gebetet, Isra und Mi'raj, sie haben sozusagen die fünf Gebete schon. Jetzt stellt sich aber die Frage, sie haben eine Moschee, wie sollen sie jetzt die Gläubigen zum Gebet aufrufen? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diskutierte mit den Gläubigen. Und einige sagten, lasst uns eine Glocke verwenden, so wie sie die Christen verwenden. Einige andere sagten, nein, lasst es uns so vielmehr so machen wie die Juden. Und wie haben das die Juden gemacht? In ein Horn zu blasen, sodass die Leute Bescheid wissen, dass wir beten. Und plötzlich kam wer zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Ein Sahabi mit dem Namen Abdullah ibn Zayd. Und er kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und berichtete ihm von einem merkwürdigen Traum. Und zwar sah er in diesem Traum, was die Muslime sagen sollen, um zum Gebet aufzurufen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diesen Traum als ein wahres Traumgesicht gewertet, was eine Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen war. Und hat sallallahu alaihi wa sallam Bilal aufgefordert, genau das auszurufen, was Abdullah ibn Zayd im Traum gesehen hat. Nämlich den Adhan, so wie wir ihn heute kennen. Während Bilal das allererste Mal den Adhan ausrief, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kam Umar ibn Khattab angerannt. Und er kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er hechelte und sagte, O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, was ist das? Genau das habe ich im Schlaf gesehen, als ich eben geschlafen habe. Und der Prophet sagte, Alhamdulillah, nochmal eine Bestätigung, ja, dass es sich hierbei wirklich um eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Ajib, dass nicht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam das eingegeben bekommen hat, sondern ein Sahabi und ein anderer Sahabi genau dasselbe gesehen hat. Worauf deutet das hin? Dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ja, wirklich ein Gesandter Allahs ist. Dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht von sich aus irgendetwas eingeführt hat, sondern alles, was wir heutzutage praktizieren, kommt direkt von Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Er ist nur eine geoffenbarte Offenbarung. Er hat nichts von sich ausgesprochen. Wa ma yantiqu anil hawa. Er spricht nicht aus Neigung. Seine Gnade. Was für eine Gnade von Allah, dass wir solch eine Religion haben, wo wir wissen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat, wo wir sogar unterscheiden können zwischen der göttlichen Offenbarung und zwischen den menschlichen Zügen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wir wissen, was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, haben wir letztes Mal besprochen gehabt, der Unterschied zwischen Sunnat al-Ada und Sunnat al-Ibada. Wir wissen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas aus sozusagen rein menschlichen Bedürfnissen herausgetan hat oder ob er es getan hat, weil Allah ta'ala ihm das offenbart hat. Der Adhan, gleich am Anfang, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina ankam. Und was für eine schöne Bedeutung hat der Adhan, yes salam. Wallah, der Adhan an sich ist schon ein Wunder. Der Adhan, den wir hören, ist an sich schon ein Wunder von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von uns, dass wir zu jedem Gebet die Gläubigen erinnern sollen. Und zwar wie? Indem wir zunächst erst einmal die Gläubigen daran erinnern, dass Allah größer ist als alles andere. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Viermal Allahu Akbar. Viermal wird dir gesagt, Allah ist der Größte. Und Allah ist größer als das, was du gerade tust. Allah ist der Größte und er ist größer als dein Spiel, mit dem du gerade beschäftigt bist. Allah ist der Größte und er ist größer
als dein Einkauf, mit dem du dich gerade beschäftigst, als die Dunja, mit der du gerade abgelenkt bist. Du wirst regelrecht aufgerüttelt. Dann wirst du an deine Shahada erinnert. Ashhadu an la ilaha illallah zweimal. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah zweimal. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs zweimal. Ich lebe nur für Allah und ich nehme mir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Vorbild, der, wenn er den Adhan gehört hat, nichts anderes kannte als das Gebet. Es wird überliefert von unserer Mutter Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi khidmati ahli. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat seiner Familie zu Hause geholfen. Aber wenn er den Adhan gehört hat, was hat er gemacht? Hat er alles liegen lassen und ist zur Moschee gegangen. Das ist ganz wichtig. Allah ist größer als alles. Das ist dein Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen ganz wichtig auch für Eheleute. Hört gut zu, Schwestern, hört gut zu, Bruder. Ja? Für diejenigen, die sozusagen irgendwann mal heiraten werden. Es ist immer wieder ein Streitpunkt unter Eheleuten. Die Frau will unbedingt, dass der Mann zu Hause betet. Nein, aber Allah subhanahu wa ta'ala, ja, unser Prophet hat uns vorgemacht, in die Moschee zu gehen. Unterstütze deinen Mann, in der Jama'a zu beten. Unterstütze deinen Mann, in der Jama'a zu beten. Und du sei nicht zu faul, zur Moschee zu gehen, wenn natürlich die Moschee nicht zu weit weg ist. Ist klar. Was nicht heißt, dass du nicht auch zu Hause betest, aber insbesondere die Sunna-Gebete. Es ist wichtig, dass ich diesen Kontakt zur Moschee habe. Und dann, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Eilt zum Gebet, eilt zum Erfolg, darin liegt dein Erfolg. Du wirst also direkt aufgerufen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nochmal, Allah ist der Größte, Allah ist der Größte. Und dann am Ende, la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, für den ich mein gesamtes Leben widmen sollte. Der Adhan wurde also gleich direkt am Anfang, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina war, direkt am Anfang den Muslimen beigebracht durch eine, nicht Offenbarung, eine Form von Offenbarung, ja, welche in Form eines Traumgesichtes, was einige der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört haben. Interessant ist, dass die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, so wie sie der Prophet errichtet hat, bis zum Ende des Lebens unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sogar noch in der Zeit von Abu Bakr as-Siddiq genauso geblieben ist. Es gab keine Änderung, nur ganz leichte Änderungen. Es wurde noch eine zweite Tür extra für Frauen eingerichtet. Es wurde ein Mimbar gebaut, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Anfang kein Mimbar hatte, aber nicht so ein Mimbar, ein Riesenmimbar, ein ganz kleiner Mimbar. Und als für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam der Mimbar gebaut wurde, ja, gab es ein Wunder. Was war dieses Wunder? Und zwar gab es einen Baumstumpf von einer Dattelpalme, den der Prophet also immer genutzt hatte, um sich auf ihn aufzustützen. Und immer benutzt hat als Sutr im Gebet, wenn er das Nachtgebet vollzogen hat. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das erste Mal den Minbar bestieg und sich nicht mehr auf den Baumstumpf stützte, hörten plötzlich alle Muslime, die in der Moschee waren, ein lautes Weinen und Schluchzen wie von einem Kind. Sie guckten, wer weint hier, wo ist das Kind? Sie haben kein Kind gesehen. Aber was haben sie gesehen? Sie haben den Baumstumpf gesehen, der weinte. Allahu Akbar. Und was machte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er stieg von seinem Mimbar herab. Und er umarmte ihn und man hörte nur noch ein Schluchzen. Kennt die Kinder, wenn sie schreien erstmal, ja, und dann nimmst du sie in den Arm, was machen sie? So, ja, sie hörten ein Schluchzen, bis er vollständig zur Ruhe kam. Al-Hasan al-Basri, er sagte immer wieder, wenn er diese Geschichte erzählte, unter Tränen sagte er, ya ma'ashara al-Muslimin, o ihr Muslime, الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه. Hier ein Stück Holz weint, ja, aus Sehnsucht zum Propheten صلى الله عليه وسلم.
أَوَلَيْسَ الرِّجَالُ الَّذِينَ يَرْجُونَ لِقَاءَهُ أَحَقُّ أَنْ يَشْتَاقُوا إِلَيْهِ. Sind nicht diejenigen, welche sich die Begegnung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erhoffen, ja, sollten sie nicht noch stärkere Sehnsucht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam haben? Allahu Akbar. Ein Baumstumpf weint. Ein Wunder, was geschehen ist vor den Augen der Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser Baumstumpf, der wurde nicht einfach so weggeschmissen. Was hat man mit diesem Baumstumpf gemacht? Man hat ihn begraben. Und zwar direkt neben dem Mihrab unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und an dieser Stelle befindet sich heute eine Säule. Und diese Säule heißt wie? Diese Säule, also wie eine Säule, die findet sich mitten in der Rauda unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, also zwischen seinem Mimbar und zwischen seinem Haus ist ja ein Stück Paradies, ja, von dem Paradiesgärten des Jannah. Und diese Säule heißt, wie weiß es jemand, wie sie heißt? Sie heißt Al-Ustwana Al-Mukhallaqa. Al-Ustwana Al-Mukhallaqa. Was heißt denn das Al-Mukhallaqa? Was bedeutet das denn? Al-Ustwana ist die Säule. Was heißt Al-Mukhallaqa? Weiß jemand? Al-Mukhallaqa bedeutet die Parfümierte von Khaluq. Und Khaluq ist eine Form von Parfüm, die parfümierte Säule. Warum sie parfümierte Säule hat, da gibt es verschiedene Interpretationen. Ein Grund ist unter anderem, weil ein Sahabi wahrscheinlich, ja, einmal im Gebet gespuckt hat, und zwar Richtung der Qibla, und das dann sozusagen sauber gemacht hat und die Leute daraufhin das immer parfümiert haben. Und deswegen heißt diese Säule Al-Ustwana Al-Mukhallaqa. Und da steht, wenn man in die Moschee des Propheten geht, für jemanden, der mal die Umrah machen sollte oder die Hajj, steht das auf sozusagen Gold geschrieben mit einem grünen Hintergrund, auf so einem Art Kreis steht dann Havihi hier Al-Ustwana Al-Mukhallaqa. Ja, steht drauf, dann weiß man, ah, da befindet sich dieser Baumstumpf, der geweint hat aus Sehnsucht zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, die Moschee blieb also so. Ein Mimbar wurde gebaut, eine zweite Tür wurde in die Moschee hineingebaut. Wichtig, Männer und Frauen beteten in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Genauso wie hier. Die Frauen waren hinten, Männer waren vorne gewesen. Es gab keinen Vorhang. Sogar zur Zeit der Al-Khulafa al-Rashidun, der vier rechtgeleiteten Kalifen, gab es keinen Vorhang. Sondern Männer und Frauen haben ganz normal miteinander in der Moschee gesessen. Das war kein Problem gewesen. Das Einzige, worauf der Prophet achtete, nachdem einige Sahabe den Vorschlag gemacht haben, war eine zweite Tür, einen zweiten Eingang einzurichten, der auch heute Bab al-Nisa heißt, die Frauentür, ja, damit, wenn es voll ist, ja, die Frauen nicht durch denselben Eingang gehen müssen oder Ausgang gehen müssen wie die Männer, damit es einfach nicht zu eng ist. Ja, das ist der Grund gewesen. Aber am Ende, sie waren in einer Moschee gewesen. Die Frauen konnten den Propheten sallallahu alaihi wa sallam genauso sehen wie die Männer. Und deswegen einige der Sahabiyat haben gesagt, ich habe Surat Qaf direkt aus dem Mund des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelernt, während er immer auf dem Mimbar Surat Qaf gelesen hat. Unser Prophet pflegte häufig Koran zu rezitieren auf dem Mimbar. Und sie sagt, ich habe diese Surat nur gelernt, durch die Rezitation unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf dem Mimbar. Allahu Akbar. Die Moschee blieb so. Sogar in einer Zeit, wo die Muslime Beute hatten und die Beute nach Medina kam, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Moschee nicht signifikant verändert oder vergrößert oder verschönert. Er hat seine ganze Energie wo hineingesetzt? In die Erziehung der Menschen. Und deswegen, ich wundere mich immer wieder über Moscheen, die zwar prunkvoll sind, aber leer. Ich habe neulich ein schönes Bild auf Facebook gesehen. Da, was stand denn da drauf? Das war sehr, sehr schön, so aus einer Moschee. Und da war ein Schild gewesen. Und auf diesem Schild stand, soweit ich weiß, auf Arabisch drauf. Jetzt habe ich es vergessen, subhanallah, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ja? Aber irgendetwas sozusagen mit Kindern. Ja, dass die sozusagen, wenn ihr nicht wollt, dass die Moschee irgendwann mal ausstirbt, ja, dann sorgt dafür, dass die Kinder auch in die Moschee kommen können. Es gibt manche Moscheen, subhanallah, ja, wo verboten wird, dass Jugendliche irgendetwas machen, dass Kinder irgendetwas machen, sobald ein Kind auch nur den Mucks aufmacht, gleich raus, wird rausgeekelt.
Wo sollen die Kinder sonst hingehen? Natürlich müssen die Kinder auch die Adab der Moschee lernen, gar keine Frage. Die Eltern müssen auch ein bisschen aufpassen. Aber am Ende lebt eine Moschee davon, dass eine Gemeinschaft vorhanden ist. Eine Gemeinschaft besteht nun mal aus Männern und Frauen. Es gibt viele Moscheen, in denen nur Männer gehen. Das ist traurig, es gibt viele Moscheen. Ja? Und das ist kulturell bedingt, wo Frauen nicht zum Freitagsgebet gehen und nicht zum Eidgebet. Es gibt viele Moscheen auch in Berlin, wo es nicht üblich ist, dass Frauen zum Freitagsgebet gehen. Häufig wird das damit begründet, es gibt keinen Platz. Dann schaffe Platz. So, es gibt keinen Platz. Was heißt das, es gibt keinen Platz? Dann schaffe Platz. Dann müssen eben die Männer sich ein bisschen drängen oder dann sonst in eine andere Moschee gehen. Schaffe Platz. Warum soll eine Frau nicht zum Eid-Gebet gehen? Was hat unser Prophet gemacht beim Eid? Er hat den Frauen befohlen, am Eid-Gebet teilzunehmen. Und er hat auch zu denjenigen gesagt, die nicht mitbeten können, weil sie ihre Tage haben, sie sollen mitkommen und sie sollen das Gebet bezeugen und dem Imam zuhören. Braucht eine Frau keine Ermahnung? Braucht eine Frau keine Ermahnung? Braucht nur der Mann die Ermahnung, die Frau nicht? Subhanallah. Kann jeder Ehemann seiner Frau wirklich alles berichten, was der Imam gesagt hat? Die meisten, wenn sie aus der Moschee rausgehen, wissen nicht mal mehr, worüber der Imam gesprochen hat. Braucht eine Frau nicht die Gemeinschaft? Es ist richtig, es ist keine Pflicht für die Frau, zum Jumma zu gehen. Aber keine Pflicht bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem zumindest erlaubt ist, dass eine Frau daran teilnimmt. Aber sie ganz auszuschließen, ist schwierig. Eine Moschee ist ein Ort, wo alt und jung sind. Einmal hielt der Prophet zu Hause eine Khutbah. Und Al-Hassan und Al-Hussein kamen in die Moschee, sie waren noch klein gewesen. Sie konnten noch nicht richtig laufen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ging vom Minbar hinunter, während er gerade die Freitagspredigt hielt, und nahm sie auf den Arm und sagte daraufhin: Al-Malu wal-Banuna zinatul hayatid dunya. Vermögen und Kinder sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Er hat nicht gesagt, was suchen meine Enkel hier in der Moschee, die dürfen nicht, wieso stören sie mich? Nein, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich über sie gefreut. Er hat extra Reihen festgelegt für die Kinder. Erst die Reihen der Männer, dann die Kinder und dann die Frauen. Das heißt, die Kinder haben ihren festen Platz in der Moschee. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er betete, sagte er zu sich selbst: Ja, eigentlich wollte ich, dachte ihm jeder Tag, eigentlich wollte ich länger beten, aber als ich das Kind gehört habe, wie es geweint hat, habe ich Mitleid mit seiner Mutter bekommen und habe das Gebet deswegen verkürzt. Das Kind hat festen Platz in der Moschee. Man muss ihm das beibringen. Aber trotzdem, Kinder haben ihren festen Platz. Alt und jung, Männer und Frauen und Nicht-Muslime. Manche wundern sich. Neulich, vor einer Woche, oder vor zwei Wochen hatten wir eine Veranstaltung in der Moschee, eine Dialogveranstaltung in der Moschee im IZDB. Da kam jemand. Da waren halt Frauen ohne Kopftuch. Ja, gut. Kam jemand. Ganz sauer. Wie könnt ihr es zulassen? Fitne! Ich habe glücklicherweise nicht gesprochen, weil ich reg mich bei solchen Sachen immer sehr auf. Ja? Und dann haben wir das halt dann jemand anderes übernommen. Ach, der hat die ganze Zeit diskutiert, dass es nicht erlaubt sei, dass es verboten sei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir gleich sehen werden, ich werde gleich ein paar Sachen aufzählen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat immer wieder seine Delegationen in der Moschee empfangen. Und er hat Leute empfangen, welche ihn als Propheten verleugnet haben oder als Propheten abgelehnt haben. Gesagt haben, wir glauben dir nicht, dass du Prophet bist. Und er hat sie in seiner Moschee empfangen und er hat mit ihnen verhandelt. Und dann sagst du, Fitne. Wenn ich nicht in der Moschee den richtigen Umgang mit dem anderen Geschlecht lerne, wo soll ich denn sonst lernen? Auf der Straße? In den Arkaden? In einer Diskothek? Wo soll ich sonst lernen, wenn nicht hier? Was ist das für eine Denkweise? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in der Moschee nicht nur gebetet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat aus der Moschee ein Flüchtlingsheim gemacht. Wie ein Flüchtlingsheim? Wenn wir an Flüchtlingsheim denken, denken wir gleich an unsere Flüchtlingsheime.
Aber es war wirklich so gewesen. Und zwar für Männer und für Frauen. Wie? Auch Frauen? Auch Frauen. Dieser hintere Bereich, der dann später sozusagen bei der Änderung der Qibla, ja, der wurde zu was? Dieser, der eigentlich die Qibla war und der überdacht war und dann als die Qibla geändert wurde, zu was wurde der später? Der wurde zu einem Ort, an dem sich die sogenannten Ahl al-Suffa aufhielten. Wer waren diese Ahl al-Suffa? Die Ahl al-Suffa waren Flüchtlinge gewesen. Leute von den Muhajirin, Flüchtlingen, Auswanderern, die nach Medina kamen, aber die noch kein Haus hatten. Wo haben sie gelebt? In der Moschee, im hinteren Bereich. Es gab sogar Frauen, die in der Moschee gewohnt haben, weil sie keine Unterkunft hatten. Wie beispielsweise Al-Walida, Al-Sauda, welche dann in der Moschee eine Art Zelt hatte, in dem sie wohnte. In der Moschee wurden den Muslimen ihre Religion beigebracht. In der Moschee wurden Wettbewerbe, Gedichtswettbewerbe abgehalten. Es wurde Gedicht aufgesagt, insbesondere wenn es darum ging, den Islam zu verteidigen und den Propheten zu verteidigen. In der Moschee wurden teilweise Kriegsgefangene angebunden, damit sie den Koran hören, wie beispielsweise Thumama ibn Uthal. Kennt ihr die Geschichte von Thumama ibn Uthal? Der Sayyid Bani Hanife, der Anführer von Banu Hanife. Er wurde festgenommen von den Muslimen, als er auf dem Weg nach Mekka war, er gehört zu einem befeindeten Stamm. Sie brachten ihn nach Medina und banden ihn dann in der Moschee des Propheten an, ja, sodass er dort gefangen war, für 3 Tage. Jeden Tag kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm und sagte, Ma ja'a bika ya Thumama, warum bist du gekommen, O Thumama? Woraufhin Thumama sagte, wenn du mich freilässt, so bin ich dir dankbar. In tun'im, tun'im ala shakir. Solltest du Geld wollen, so bitte mich, du kriegst, was du willst. Wa in kunta turidu mal, fasal tu'ta minhu ma shi't. Solltest du mich töten, so tötest du jemanden, dessen Blut teuer ist. Wa in taqtul, taqtul dha dam. Das bin ich irgendjemand. Ich bin der Anführer von meinem Stamm. Der Prophet Sossen ließ von ihm ab. Er blieb in der Moschee als Muschrik. Nächsten Tag fragt er wieder, warum bist du gekommen, Uthumama? Dieselbe Antwort. Am 3. Tag wieder, warum bist du gekommen? Dieselbe Antwort. Der Prophet sagt, lass ihn frei. Was macht Uthumama ibn Uthal? Er verlässt Medina. Geht zu einem Brunnen außerhalb von Medina. Wäscht sich komplett. Kehrt zurück zur Moschee unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Geht zum Propheten und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu annaka Muhammad. Wa ashhadu annaka Rasulullah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich weiß, dass du der Gesandte Allahs bist. Der war doch gerade erst in der Moschee als Gefangener. Wie kommt das? Ja, er hat 3 Tage dort verbracht und hat gesehen, wie der Prophet betet. Er konnte den Koran hören. Er konnte sehen, wie die Muslime sich miteinander unterhalten. Der Prophet hat gar nicht mit ihnen direkt Da'wah gemacht, sondern er hat einfach ihn nur zugucken lassen, seine Moschee geöffnet. Und dann sagte Thumama zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei Allah, es gab kein Gesicht, was ich mehr verabscheut habe als dein Gesicht, o Gesandter Allahs. Und jetzt gibt es kein Gesicht, was ich mehr liebe als sein Gesicht. Es gab keine Religion, die ich mehr gehasst habe als den Islam. Und jetzt gibt es keine Religion, die ich mehr liebe als den Islam. 3 Tage haben ihn verändert, weil er es gesehen hat. Und deswegen, schaut ihr, die Moschee ist nicht nur einfach ein Ort des Betens. Ich wundere mich über Moscheen, die ihre Türen schließen, weil sie sagen, Auzu billah, Muschrikun, komm rein, Kuffar, komm rein. Es könnte sein, dass die Frau ihre Tage hat. Oh mein Gott. Und dann, was passiert dann? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf solche Kleinigkeiten geachtet? Die Moschee ist ein Ort, von dem sich das Licht in die Welt ausbreiten soll. Und das funktioniert nicht, wenn ich die Moscheen schließe
vor anderen, verschließe vor anderen Menschen. Und dann, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Moschee zu einem Lazarett gemacht. Ein Ort, wo die Kriegsgefangenen behandelt wurden, wie es überliefert wird. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat, wie gesagt, die Delegation empfangen. In der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das alles in diesen einfachen Räumlichkeiten. Das muss man sich ja vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, wenige Jahre später wurde das größte Imperium, was es zu diesem Zeitpunkt gibt, durch die Muslime zerschmettert. Das persische Imperium. Wenige Jahre später. Und das alles durch diese kleine Moschee. Es gibt in der Moschee unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, direkt an seinem Haus, eine Säule, die heißt Al-Ustwanat Al-Wufud. Die Säule der Delegationen. Das ist eine Delegation, also Abgesandte. Die kommen von einem anderen Stamm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam setzt sich so hin, wie du gerade sitzt, und empfängt die Leute. Jetzt stellt euch mal vor, da kommen Leute von der gesamten arabischen Halbinsel. Die denken sich, boah, das ist ein neuer Herrscher jetzt in Medina. Der ist erfolgreich, ja? Der hat Mekka erobert, alles. Das muss ein Riesenherrscher sein, das muss jemand sein, der auf einem großen Thron sitzt und so weiter und so fort. Und dann kommen sie in diese kleine Moschee und da sitzt dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf dem Sand, ja, und empfängt die Leute. Allahu Akbar. Ja, das ist die Moschee, die wir brauchen. Eine Moschee, in der wirklich alles getan wird, in der sich das gesamte Leben abspielt. Es war ein Ort, an dem die Banner, wenn eine Schlacht begann, verteilt wurden. Ja, es war ein Ort, ja, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch sogar Sport machen ließ. Wo es Aufführungen gab. Ja, Aufführungen. Und unsere Mutter Aisha, radiallahu anha, sie guckte zu. Sie hat zugeschaut. Ja, von sich zu Hause hat er diese Öffnung gehabt und hat immer zugeschaut. Ja, wie die jungen Männer in der Moschee mit ihren Speeren, eine Aufführung gezeigt haben. Das ist die Moschee, die wir wollen. Und zu dieser Moschee müssen wir zurückkehren. Ein Ort, ja, wo eine neue Generation entsteht. Ein Ort, ja, der belebt ist durch Menschen. Ein Ort, in dem die Muslime ihre Religion erlernen können und ihre Religion ausleben können. Und das, meine lieben Geschwister, war die Grundlage für den zweiten Schritt, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam unternahm. Und was war der zweite Schritt gewesen? Wir hatten es gesagt, der erste Schritt war die Moschee. Und der zweite Schritt, das zweite Fundament, die Verbrüderung. Wie spät ist es denn jetzt? Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit habe. 19:10 Uhr. Oh, schaffen wir gar nicht mehr. Jetzt ist die Voraussetzung geschaffen worden für die Verbrüderung. Nur ganz kurz vorweg, wir werden die Verbrüderung das nächste Mal behandeln, inshallah ta'ala. Nur ganz kurz vorweg, ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat etwas gemacht, was es so, meines Wissens, in der Geschichte nicht gegeben hat. Er hat Menschen so miteinander verbrüdert, dass sie sogar einander erbten. Sie haben geerbt einander, wie er das gemacht hat und welche Formen das angenommen hat und wie intensiv diese Verbrüderung gewesen ist, das werden wir dann inshallah ta'ala nächste Woche besprechen, bi'idhnillahi azza wa jal. Ich danke euch, meine lieben Geschwister, für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu s-salihati. Wa tawasu bil haqqi. Tawasu bil sabr.